Huhu Leute, willkommen zurück bei Mass Effect 2. Ich habe nur zur Vervollständigung, wenn ihr mal rechts unten bei Ressourcen guckt, ich habe mal ein paar Planeten zwischen den Parts gescannt, um unsere Ressourcen wieder ein bisschen aufzumöbeln, damit wir uns auch die neuesten Technologien für unser Schiff und unsere Crew leisten können. Aber jetzt, wie versprochen, geht es in Richtung Miranda. Ich wollte ja eigentlich schon vor ihrer Kabine stehen, aber das habe ich jetzt dann doch irgendwie mit der ganzen Scannerei nicht geschafft. Aber ich denke, wenn dieser Ladescreen nicht ganz so lange lädt, dann können wir das geschwind machen, indem wir rechts rumgehen, und schon stehen wir bei Miranda vor der Kajüte und hören uns mal an, was sie so zu sagen hat. Sie hat ja in der Vergangenheit immer gesagt, es gibt viel zu tun, Shepard. Mal hören, was sie sonst jetzt so zu berichten hat. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Mhm. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten, aber es ist wichtig. Natürlich. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Sie erinnern sich doch, dass ich erzählt habe, mein Vater wolle eine Dynastie errichten? Es gab noch einen Grund, warum ich Cerberus um Schutz gebeten habe. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Jetzt nicht mehr? Sie glauben also, dass Ihr Vater Sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Mhm. Mirandas Schwester. Interessante Perspektive übrigens. Mirandas Schwester. Was wissen Sie über Ihre Schwester? Sie ist mein genetischer Zwilling. Wir sind identisch. Aber sie verdient ein normales Leben. Und das wird sie auch bekommen, koste es, was es wolle. Umsiedlung. Weiß die Familie Ihrer Schwester davon? Ist sie mit der Umsiedlung einverstanden? Sie wissen nichts. Sie haben mit all dem nichts zu tun. Sind völlig normal. Ich habe Cerberus informiert und sie werden eine einleuchtende Begründung für die Umsiedlung finden. Ich kann Ihnen helfen. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay, mit Lanteia reden nach Ilium. Nach Ilium müssen wir sowieso einige der Dossiers, die wir haben, verweisen auf Ilium. Gut, dann würde ich sagen, reden wir als nächstes mit Kasumi. Machen wir die Runde mal ein bisschen anders. Praktisch starten wir woanders. Hallo, Kasumi. Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar, deswegen bin ich hier. Kaum jemand besucht Dr. Chakwas in Ihrem Büro. Ich meine, außer wenn es um medizinische Hilfe geht. Ich habe gehört, Sie hätten einen Drink mit ihr genommen. Das finde ich nett. Nach allem, was geschehen ist, sind alte Freunde wohl ein richtiger Luxus geworden. Ja, das ist wohl wahr, Kasumi, und das gilt eigentlich immer. Gabby und Ken wären ein großartiges Paar, aber ich bezweifle, dass Ihnen das jemals auffällt. Ja, stimmt. Die Normandy ist so ruhig. Ich bin es nicht gewohnt, beim Gehen meine Schritte zu hören. Dann musst du leiser gehen. Kommen Sie später wieder, dann habe ich bestimmt mehr Gesprächsstoff. Alles klar, Kasumi. Immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Wie schon gesagt, die Figuren Kasumi und Said finde ich als richtige Bereicherung. Ich glaube, das habe ich jetzt schon 20 Mal gesagt, aber ich freue mich da einfach, dass sie BioWare da solche tollen DLCs macht. Was ist denn? Der Kontakt zu New Canton ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es gibt noch keine Verbindung. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie werden schon sehen. Ja, das hoffe ich auch. Hoffentlich war Cerberus da schnell genug. So, dann Dr. Chakwas, mit der können wir wie immer nichts Neues sprechen. Mit dem... Danke, Commander. Rupert hat die neuen Vorräte optimal verarbeitet. Gut, freut mich. Mit dem Rupert, dem Mess Sergeant Gardner, können wir auch nichts Neues sprechen. Das ist schade, dass jetzt die Dr. Chakwas und der Gardner verbrannte Charaktere sind, sage ich jetzt mal. Reden wir mit Garrus. Shepard,
Brauchen Sie was? Ich möchte nur reden. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Dann kalibrier du mal weiter. Auf Wiedersehen. Wir reden später, Garrus. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Gut, gut. Dann gehen wir mal eine Etage tiefer, ein Deck nach unten. Crew Deck. Normandy. Dann gehen wir ins Maschinendeck, genau. Oder aufs Maschinendeck, Verzeihung. Ja, und da haben wir den Said, Gabby und Ken und Jack. Genau. Die lieben, freundliche, sympathische Jack. Angeblich kocht Rupert seit neuestem richtig gute Sachen. Ja klar, dieser Vorzeigeschotte bekäme nie eine ordentliche Haggis hin, selbst wenn sein Leben davon abhänge. Aber Haggis schmeckt doch sowieso nach Arsch und Friedrich. Schon, aber in den richtigen Händen können Ärsche richtig lecker sein. Sogar der von Friedrich. Alles klar, Ken. Okidoki. Oh Gott, der von Friedrich. Ah, nicht schlecht. Würde mich interessieren, wie das im Englischen war, dieser Spruch. Weil da gibt es Arsch und Friedrich wahrscheinlich nicht geben. Hey, Jack. Hey. Upgrades. Ich habe viele Ressourcen mitgenommen. Können Sie daraus was machen, das uns gegen die Kollektoren hilft? Ich habe mich um die L5X gekümmert. Da haben Sie Glück gehabt. Ich habe diese Scheiße normalerweise eigentlich nicht drauf. Okay. Ich will reden. Erzählen Sie mir von sich, Jack. Was haben Sie vor? Ich sehe mir nach wie vor Ihr Schiff an. Ich würde gern mal ausprobieren, was es alles kann, wenn Sie gerade nicht da sind. Aha. Vielleicht später. Ich glaube kaum, dass Joker damit einverstanden wäre. Zumindest nicht, solange wir noch arbeiten. Entspannen Sie sich. Brits Touren sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Abgesehen davon, wenn ich es haben wollte, würde ich es mir nehmen. Ach, wirklich? Ich bin rumgekommen. Ich war in Gangs, hab ein paar Gangs ausradiert, hab mich einem Kult angeschlossen und sogar die Frisur von denen beibehalten. Ich hab gelernt, wie man überlebt, ohne ein Opfer zu werden. Okay, erzählen Sie mir von dem Kult. Ich kann sie mir in einem Kult kaum vorstellen. Da gibt's doch normalerweise jede Menge Regeln. Ich suchte nach Antworten. Drogen und Sex und ein besserer Ort. Ein besserer Ort. Na klar. Es ging nur ums Geld. Sie wollten eine Kolonie übernehmen und mit deren Geld ihre Verbreitung finanzieren. Und nun raten Sie mal, wer Ihr Ass im Ärmel war. Sie waren genau wie die anderen. An mir lag Ihnen überhaupt nichts. Was ist mit Ihnen geschehen? Was haben Sie getan, als Sie draufgekommen sind? Was denken Sie? Oh oh. Sie sind unfassbar verbittert. Vertrauen Sie niemandem? Sie müssen doch auch ein paar gute Leute getroffen haben. Jeder will irgendwas. Und deswegen ist alles und jeder freiwillig. Mord, Überfall, Entführung, Diebstahl, Brandstiftung. Habe ich alles gemacht. Und das sind die langweiligen Sachen. Piraterie. Diebstahl vom Militärgerät. Zerstörung einer Raumstation und Vandalismus. Das hat Spaß gemacht. Oho. Jetzt können wir Sie nach den einzelnen Sachen fragen. Vandalismus. Mich überrascht, dass Sie den Vandalismus dabei überhaupt erwähnen. So nennen es die Hanar, wenn man die eben erwähnte Raumstation auf einen ihrer Monde stürzen lässt und so einen neuen Krater schafft. Sie haben den Mond wirklich gemocht. Zerstörung einer Raumstation? Eine Raumstation? Das klingt ein wenig unglaubwürdig. Ich habe ja nicht gesagt, dass es leicht war. Nicht alles geschieht bei mir spontan. Manchmal muss man schon ein wenig arbeiten, damit die Leute kriegen, was sie verdienen. Ich bin eine Weile mit ein paar Typen rumgehangen. Outlaw-Kolonie. Die waren mir ziemlich ähnlich. Deshalb waren wir wohl ein willkommenes Ziel. Die Turianer glauben, sie hätten Ahnung vom Prinzip der verbrannten Erde. Von wegen. Also die Jack hat ein richtig, richtig hübsches Gesicht. Allerdings der Rest von der Figur ist gewöhnungsbedürftig. Piraterie. Piratin waren sie auch? In Tateinheit mit der Entführung. So ist das nun mal, wenn man ein Passagierschiff entführt und nicht alle tötet. Ich hab draus gelernt. Alle zu töten wäre einfacher gewesen. Ja, super. Diebstahl von Militärgerät. Das Militär ist ein schweres Ziel. Damit haben sie sich bestimmt einige Freunde gemacht. Sie hätten das Ding eben abschließen sollen. Außerdem sind Paraden langweilig.
Ich habe ihnen einen Gefallen getan. Ha, ha, ha. Sie bereuen nichts davon? Fragen Sie sich jemals, ob Sie es nicht auch anders hätten machen können? Nein. Aber sollten Sie das nicht? Es gibt keinen Grund, warum ich noch lebe. Aber trotzdem ist es so. Und warum? Instinkt. Er hat mich bis hierher gebracht und ich werde daran nichts ändern. Hey, Shepard. Nach der Scheiße hat mich noch nie jemand gefragt. Es ist komisch, darüber zu reden. Also lecken Sie mich. Und danke der Nachfrage. Alles, klar, Jack. Gern geschehen, denke ich. Ja. Das ist jetzt so, ja. Einfach nur komisch. So, da waren wir schon bei Gabby und Ken. Dann schauen wir uns das noch beim Said um oder bei ihm rein und hören an, was er so zu reden hat. Wollen Sie noch eine Lektion? Klar. Harter Kampf auf Horizon. Ich habe schon gegen Sklavenhändler und Entführer gekämpft, aber noch nicht so. Ein paar Sklavenhändler haben ein Mädchen auf einer Kolonie im Skepsis-System entführt. Das Mädchen ist aufgewacht und geflohen. Wir haben es kurz vor Omega aufgegabelt. 8 Jahre alt. Sie hätte auf Horizon keine Chance gehabt. Ein Kumpel und ich wurden angeheuert, einen Typen auszuschalten. Matthias, glaube ich. Keine Ahnung mehr. Aber es war eine Falle. Wir wurden von einem Killerkommando angegriffen. 2 Batayaner, ein Korganer, ein Hanar. Die verdammte Qualle hätte mich fast erwürgt. Ich habe wochenlang eine Halskrause getragen. Seitdem habe ich keinen Hanar mehr unterschätzt. Ich sollte sie gehen lassen. Wir unterhalten uns später weiter, Shepard. Alles klar. Gut, dann wären wir jetzt hier mal mit unserer Crew durch. Und dann gehen wir wieder ins KIZ. Und überlegen uns mal, was wir als nächstes für eine Mission machen wollen. Dazu brauchen wir einen Blick in das... Nur einen Blick in das Tagebuch werfen. Tagebuch. Ja, jetzt sehen wir hier zum Beispiel, haben wir jetzt die beiden Missionen von Miranda und Jacob. Miranda, die verlorene Tochter, und Jacob, das Geschenk der Größe. Aha. Dann Kasumi, Erinnerungsdiebstahl, Said, der Preis der Rache. Kollektoren aufhalten. Okirs Vermächtnis. Ah, nein, halt, stopp, den muss ich noch machen. Und hier haben wir 3 neue Dossiers. Der Attentäter, die Justikarin und Tali. Ja, wir dürfen Tali doch in unsere Crew vielleicht mit aufnehmen, wenn sie will. Aber ich gehe jetzt erstmal nach unten zu Okirs Vermächtnis. Das habe ich vergessen, das habe ich vergessen, das muss ich machen. Und das machen wir geschwind auf dem Maschinendeck. Und wir müssen uns überlegen, ob wir den Tank öffnen wollen. Es gibt keine seriöse galaktische Partnervermittlung. Wer eine Romanze will, muss schon mit den Leuten reden. Aha, alles klar. Ja genau, da hinten ist nämlich jetzt im Backbord-Frachtraum die Tür geöffnet. Und hier haben wir unser Riesenbaby. Brutkapsel aktivieren. Leute, soll man das machen? Ja, ich glaube, wir kommen nicht drum rum, also machen wir es mal. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Okay. Ist er bei Bewusstsein? Kann er da drin was sehen? Weiß er, wo er ist? Unwahrscheinlich. Aktuelle neurale Muster weisen auf minimale Denkleistung hin. Sofern nicht die Energieversorgung des ganzen Schiffes ausfällt, können ihn die Nährstoffe im Tank über 1 Jahr lang am Leben halten. Ein Jahr. Ist er gefährlich? Irgendeine Idee, wie gefährlich der Kerl ist? Er ist Kroganer, Shepard. Ob er aktiv feindselig ist, kann ich aus den vorliegenden Daten nicht ermitteln. Okirs Technologie konnte Daten übermitteln, aber keine Denkschemata. Das Subjekt kennt vielleicht seine Ansichten, muss sie aber nicht zwangsläufig teilen. Also ein Wesen mit einem eigenen Willen. Irgendwas Seltsames? Was können Sie mir über diesen Kerl sagen? Irgendwas Ungewöhnliches? Das Objekt ist ein außergewöhnliches Exemplar der Spezies Kroganer. Mit voll entwickelten primären, sekundären und tertiären Organen an allen Stellen, wo welche vorhanden sein sollen. Keinerlei Defekte, außer der genetischen Markierung der Genophage, wie in allen Kroganern. Die mentale Funktionsfähigkeit kann ich nicht beurteilen. Ja, Leute, jetzt ist natürlich die Frage, öffnen oder versiegelt lassen? Natürlich werden wir den Tank
öffne. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er bleibt, wo er ist. Er ist zu wertvoll. Tun Sie, was ich sage, Edi. Ja, ich glaube, also wenn wir den auf unserer Seite kriegen, dann kann der wirklich eine gute Ergänzung für unsere Crew sein. Also er ist zu wertvoll. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Genau. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Wow. Natürlich, Sie bekommen mehr als das. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank, O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat, Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Okay, der Kogan hat sich gerade selber einen Namen rausgesucht. Das finde ich gut, dass wir da jetzt nicht einen raussuchen mussten, sondern dass er sich das selber rausgesucht hat. Beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Ja, wollen Sie sterben? Warum Grunt? Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn sie Ihnen leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde. Kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Okay. Zurück sonst. Sie schulden mir was. Keine Gefühle für O'Kir? Mein Befehl ist Ihr Grund. Aha. Kommen Sie, wir finden einen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew. Einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn Sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich Sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Okay. Ja, das lief doch mal ganz interessant. Wir haben immerhin Vorbild plus 7 bekommen. Ich würde sagen, wir gönnen dem Grunt und uns eine Pause. Und ja, ich würde auch sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns dann bei der nächsten Mission in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.